Da liegt er nun, ein typischer Amazonasdampfer, der uns die nächsten 8 Tage den Amazonas bzw. Solimões entlang schippern wird. Beiboote bringen uns an Bord. Nahe des Ausstiegs wird eine Karte der Region jeden Tag mit farbigen Buttons unsere Schiffsposition anzeigen. Die heutige Nachmittagstour wird uns zum Lago Januari führen. Die einfachen Hütten der direkt an Flüssen lebenden Bewohner sind wegen der Hochwassergefahr auf Stelzen gebaut. Man lebt hier vom Fischfang, der Herstellung von Kautschuk, etwas Viehzucht sowie dem Verkauf von Paranüssen und Früchten. Der Wasserstand am gesamten Amazonas, im gesamten Amazonasbecken, ändert sich im Laufe des Jahres um bis zu 16 Meter Höhenunterschied. Wir sind momentan im niedrigen Wasser. Etwas weiter von den bewohnten Ufern wollen wir auf Vogelberg gehen. Und begegnen dem ersten kleinen Kaiman. Er gehört zur Gattung der Krokodile. Guten Morgen, Kaiman. Am nächsten Morgen, noch vor dem Frühstück, legen wir wieder mit den kleinen Motorbooten ab Richtung Nationalpark. Wir sind angemeldet und müssten eigentlich wie bei einer Nationalgrenze unsere Pässe vorlegen. Man nimmt die Formalität aber nicht so genau. Er hat euch so reingelassen, wir machen die Kontrolle bei der Ausfahrt. Felszeichnungen belegen, dass hier schon sehr früh Indianer lebten. An der Wand, man sieht sie, das sind Petroglyphen. Diese Petroglyphen findet man im ganzen Rio Negro überall. An vielen, das sind 8000 Jahre alt. Immer neue Ausblicke, unzählige große und kleine Inseln mitten im Amazonas, bewachsen mit dichtem Urwald und Lianen. An einer seichten Stelle legen wir an. Es gibt Frühstück. Und dann geht's wieder los. Im Amazonas fließen 20% des gesamten Süßwassers der Erde. Die beiden Quellflüsse des Amazonas entspringen in Peru. Es sind ca. 7000 Kilometer von den Andenquellen bis zur Atlantikmündung. Bei einer mittleren Wasserführung ist er der längste und wasserreichste Fluss der Erde mit schätzungsweise 1100 Nebenflüssen. An manchen Stellen ist er bis zu 10 Kilometer breit. Während der Regenzeit steigt der Wasserpegel bis über 20 Meter und große Bereiche werden überflutet. Hier regelt sich ein Faultier in luftiger Höhe. Und kleine Kaimane verstecken sich im Uferschlick. Dieser etwa 3 Meter lange Bursche flieht Gott sei Dank vor uns, denn wir haben uns festgefahren. Tüchtige Schaukeln macht das Boot wieder flott. Ara. Bei der Ausfahrt aus dem Nationalpark nun doch noch die Passzeremonie.
Hast du den? Als wir wieder an Bord sind, erwartet uns eine Überraschung. Große Dinge werfen ihre Schatten voraus. Hermann zeigt uns, wie ein echter Caipirinha zubereitet wird. Und dann dürfen auch wir ran. Sieglinde und Helmut beginnen. Und vorsichtig, gell? Gemäß zu schneiden. Zum Preis von einem mixen uns die Profis die restlichen Caipirinhas. Heute Vormittag sollen wir etwas über die Früchte des Urwaldes erfahren. Unser Augenmerk richtet sich auf den prächtigen Früchtekorb vor uns. Ananas kennen wir wohl alle. Und auch das Innenleben der Kokosnuss. Doch die Erklärungen zu Kapokschoten und diversen Nüssen bringen neue Erkenntnisse. Wir können zum Abschluss noch alle köstlichen, frisch gepressten Säfte der beschriebenen Früchte probieren. Als Höhepunkt gibt es noch eine Cocktailrunde. So, nun erst einmal genug vom Alkohol. Frühmorgens brechen wir auf und quälen uns die Treppe hinauf, weil laut Reiseveranstalter der Besuch eines Indianerdorfes auf dem Programm steht. Hier sollten wir eigentlich einen Eindruck vom Leben der Indios bekommen. Wir bekommen zunächst wilde Obstgärten zu sehen. Christoph klärt uns an dieser Stelle darüber auf, dass Ausländer in Brasilien kein Land im Regenwald besitzen dürfen, weil es über Internet verscherbelt worden ist. Und dann werden wir noch angewiesen, keinen Kontakt mit der Bevölkerung aufzunehmen und auf keinen Fall zu fotografieren. Doch das erübrigt sich, denn das Dorf scheint wie ausgestorben. Und erst als unser Guide Bonbons und Luftballons verteilt, drängen sich auch Kinder um ihn. Dieses Verhalten verwundert uns. Und so fühlen wir uns auch nicht mehr an die Anweisungen gebunden und gehen allein durchs Dorf. Freundliche Kinder lachen uns an und zeigen keinerlei Scheue. Ein Dorfbewohner führt uns sein Blasrohr vor. Und auch am Sportplatz sind wir als Zuschauer willkommen. Mühelos erreichen wir treppenabwärts das Motorboot. Unsere Schuhe wurden während unseres Abendessens vom Sand befreit. Jetzt ist eine Nachttour mit dem Motorboot geplant. Und tatsächlich scheint Roberto von der Bootsbesatzung dieses Tier ausgemacht zu haben. Es ist ein Kaiman. Und in Südamerika haben sie Kaimane. Das sind vier verschiedene Arten. Und Azu heißt einfach großer schwarzer Mohrenkaiman. Der wird über 6 Meter lang. Und wieder hat er etwas entdeckt. Diesmal eine Schlange. Genau, die ist in Sprungposition. Gleich greift sie an.
Nicht allen ist die Situation geheuer. Doch alle Bootsinsassen kommen unbeschadet zum Dampfer zurück. Jetzt nehmen wir uns etwas Zeit für eine kleine Bordbesichtigung. Das Schiff hat 4 Decks mit insgesamt 28 Kabinen. Jedes Deck hat Sitzplätze im Außenbereich. Dort kann man auf gemütlichen Stühlen zusammensitzen, die Landschaft an sich vorüberziehen oder sich einfach den Wind um die Nase wehen lassen. Ganz oben befindet sich das Sonnendeck. Ein Deck tiefer, ein großer Aufenthaltsraum und die Bar. Über eine stilvolle Holztreppe gelangt man in den Speiseraum. Hier ist gerade das Frühstück eingedeckt. Rechts im Hintergrund ist normalerweise ein üppiges und köstliches Buffet aufgebaut. Davon gibt es leider keine Bilder. Ein kurzer Blick in unsere kleine, aber ausreichende Kabine mit Nasszelle. Unser Kabinenschlüssel von hinten und von vorn. Der Kapitän von hinten und von vorn und mit offizieller Mütze. Huch, da übernimmt ja jemand anderes das Steuer. Es wird schon gut gehen, wir müssen ja nur zum anderen Ufer, zur Delfinstation. Dort werden die rosa Amazonas-Delfine angefüttert. Kräftiges Rühren im Wasser ist das Signal. Jetzt gibt's was zu fressen. Die Tiere lassen sich dabei auch berühren. Heute im Morgengrauen geht's in den Urwald, über den wir vor Ort allerlei Wissenswertes erfahren sollen. Um eine Idee zu haben, wie lange die Wurzeln sind, sind ungefähr so lang wie die Äste. Immer die größten Bäume hier, die haben hier kleine Blätter, ne? So dass die Sonne auch runter kann und auch andere Bäume ernähren kann. Die sprechen auch über verschiedene Gestalten, die hier in diesem Baum leben und das Urwald schützen. Ne? Sind ja diese Brettwurzeln, damit diese hohen Bäume mehr Stabilität finden können. Ne? Neben den 2 Jungs unserer Schiffsbesatzung werden wir von einem sachkundigen Indianer begleitet. Was lockt er da wohl heraus? Eine riesige Vogelspinne. Äußerst vorsichtig wird sie wieder in ihren Bau gelassen. Hier zappt er einen Baum an, der eine Flüssigkeit absondert, die in Bäche gegossen Fische betäubt, aber für Menschen ungefährlich ist. Und das schwimmende Fisch, die kannst du dann mit der Hand nehmen. Ich kannst du dann direkt grillen, hat keine Wirkung. Okay, dann haben wir diese lange Spitze natürlich für größere Tiere. Und sollten wir einem Jaguar begegnen, könnten wir uns mit einer solchen Lanze wehren. Oh! Ja. Irgendjemand hat gestern im Indianerdorf die Falschen, die waren damit kaputt gemacht. Ja. Selbst ein Feuer könnten wir selbst entfachen, auch wenn das mit dem Funkenschlag eine gute Weile dauert. Wenn wir schon mit keinem Jaguar kämpfen konnten, wollen wir es heute zumindest mit Piranhas aufnehmen. Ah, der hat ein ganz schönes Gebiss. Guckt euch das mal an. Ja. Wolfgang, sei nicht leichtsinnig. Ja, er guckt vorwurfsvoll, würde ich sagen. Während die Piranhas zubereitet werden, bekommen wir auf dem Oberdeck noch einen Vortrag zu den Besonderheiten des Amazonas. Das ist einer der ältesten Flüsse der Welt und hat keine Sedimente mehr im Flussbett.
nur Gestein und Sand und daher schwarze Farbe, die dann entsteht durch das Auswaschen der organischen Materialien. Und dann kommt die Teefarbe raus und daher diese schwarze Farbe. Das ist gleich wie Moorwasser oder schwarz. Es ist sehr sauer, es hat einen pH-Wert von 3,5 bis 4 und daher auch keine Insekten. Und diese beiden Flüsse treffen sich hier und vermischen sich offiziell auf einer Länge von 11 Kilometern nicht. Sie bleiben nebeneinander, so wie wir sie jetzt sehen, laufen. Es gibt eine unterschiedliche Fließgeschwindigkeit. Ein schneller Amazonas, ein langsamer Rio Negro. Unterschiedliche Temperatur, immer mindestens 8 Grad Celsius Unterschied zwischen den beiden Flüssen. Der Amazonas ist immer um 8 Grad kälter. Und so laufen die beiden 11 Kilometer offiziell nebeneinander vorbei. Manchmal ist etwas länger, manchmal etwas weniger. Der Amazonas hat in Peru 7 verschiedene Namen. Und hier in Brasilien wird er von der Grenze Perus bis nach Manaus als Solimaus bezeichnet. Und erst nennen die Brasilianer ihn dann ab hier Amazonas. International hat er von der Quelle bis zum Atlantik nur einen Namen, nämlich Amazonas. Heute führt uns der Weg in eine verlassene Stadt. Die Stadt wurde dann später verlassen, weil die Leute hier, da gehen wir nachher gemeinsam durch, haben einen Garten eingelegt, einen Gemüsegarten und Obstgarten. Weil sie brauchten natürlich auch Obst. Europäer sind so, die pflanzen alles an. Aber das hatte einen Nachteil. Diese ganzen Früchte zogen Ameisen an. Die Stadt dann verlassen, wegen einer Ameisenplage. Schließlich wurde die Stadt dann offiziell geschlossen. Bankautomat entfernt, Supermarkt geschlossen, aus Ende Arm. Gab nichts mehr. Und heute ist die Stadt wirklich leer. Es lebt heute wieder eine Familie hier, denn das Land gehört einer großen Familie hier. Und die würden das gesamte Land verlieren. Es würde zurück an den Staat fallen, wenn von denen niemand hier mehr wäre. Denn in Amazonas ist es so, wenn sie nicht auf dem Land leben, verlieren sie es. Und dann geht's zurück an den Start. Diese Blume heißt Kussmund. Warum wohl? Obwohl wir lieber durch den kleinen Ort gelaufen wären, holt uns eine Motorradcrew ab. Das Recyclingzentrum ist zwar menschenleer, aber wir bekommen ein paar Beispiele gelungener Wiederverwertung zu sehen und müssen beim Anblick dieser vertrauten Embleme schmunzeln. Nun nähern wir uns das letzte Mal unserem Heim auf Zeit. Nach einem Abschlussfest am Deck müssen die Koffer gepackt werden. Unser Hotel liegt direkt an der Copacabana. Der erste Spaziergang am berühmten Strand wird von einer Straßenmusikerin untermalt. Nach einem üppigen Frühstück beginnt unsere Stadtrundfahrt. Oben am Hang stehen die Favelas. In
der Stadt lebhaftes Treiben. Bettler sieht man auch hier nur ganz vereinzelt. Dafür zeigt aber die Polizei überall Präsenz. Wir passieren alte, gepflegte Hausfassaden und freuen uns über die vielen Graffitis. Am Estadio de Maracaná schlägt das Herz unserer männlichen Reiseteilnehmer ganz hoch, wenn sie an den 7:1 Erfolg der deutschen Fußballelf denken. Hier steigen wir in die Seilbahn, die uns auf den Morro da Urca bringen wird, von wo wir aus dann in der zweiten Station den Zuckerhut erreichen können. Wie man sieht, versperren uns Nebelschleier die Sicht auf die Stadt. Bevor wir zur zweiten Etappe starten, machen wir einen kleinen Rundgang. Eine Kindergartengruppe wartet auch schon auf die nächste Gondel. An den kleinen Gesichtern spiegelt sich die ganze Völkermischung Brasiliens wieder. Nun hoffen wir, dass es sich bei unserer Ankunft am Berg aufgeklärt hat. Leider, leider nein. Da die Sicht vom Corcovado aber genauso schön sein soll, trösten wir uns damit, weil das ja der nächste Anlaufpunkt sein wird. Aber bereits vor dem Besteigen der Zahnradbahn beginnt es kräftig zu regnen. Nach der ersten Station fahren wir auch hier in eine Nebelwand. Oben angekommen können wir die Christusfigur nur noch schemenhaft erkennen. Bekanntlich verzieht sich der Nebel manchmal auch schnell. Da aber die Reiseleiterin scheinbar Feierabend machen möchte, müssen wir nach 20 Minuten wieder zurückfahren. Unten angekommen hat sich erwartungsgemäß der Nebel verzogen, aber was nutzt uns das jetzt noch? Direkt unterhalb einer Vervela befindet sich das Sambodromo. Die Arena ist etwa 700 Meter lang und bietet 88.500 Zuschauern Platz. Die sogenannten Samba-Schulen präsentieren sich dort für je 90 Minuten. In den Paraden treten bis zu 6.000 Tänzer und Samba-Trommler auf. Wer den Karneval nicht abwarten will, kann aber jederzeit sein Tänzchen aufführen. Die sehenswerte Show am Abend soll nicht nur Samba-Tänzerinnen zeigen, sondern beginnt mit Tänzern, die an die Ursprünge Brasiliens erinnern. Auch die nächste Nummer erinnert an eine zurückliegende Epoche. Zu der Zeit, als den Sklaven verboten war, sich in Kampffertigkeiten zu erproben, versteckten sie ihre Ertüchtigungsübungen in Tänzen. Doch dann geht es in die Gegenwart und ein Wirbel von Lebensfreude beginnt.